Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Stellplatzvorstellung. Heute wieder einen Cosnixplatz. Wir stehen hier in Nassau an dem Wohnmobilstellplatz Nassau. Der ist kostenlos. Für Ausgangstouren zum Fahrradfahren, Wandern oder als Zwischenstopp völlig ausreichend und okay. Er liegt nahe am Zentrum. Wir haben direkt hinter der Unterführung, die über die Bundesstraße führt, das Zentrum mit Bäcker, lokale Geschäfte. Und über die Straße geht, seid ihr auch schon direkt an der Lahn, von wo aus ihr wunderbar planieren, spazieren, Fahrrad fahren könnt oder auch, wenn ihr mit habt oder euch leihen wollt, Kanu fahren. Die gibt es nämlich hier auch. Also von daher sind wir hier direkt am Platz. Hier haben wir auch, wenn ihr einen Hund mit habt, Hundekottüten und entsprechend den Mülleimer dazu, den ihr dann für euren Wauwi nutzen könnt. Gassi-Runde haben wir also schon mal gesichert. Hunde sind auf dem Platz erlaubt, also von daher schon mal safe. So, dann, ne, da haben wir auch schon das Zentrum mit dem ersten Lokal vorne vor. In diesem Pavillon gibt es auch lecker Frühstück. Hier haben wir das Schwimmbad. Also auch Schwimmen ist gewährleistet. Einen Parkplatz, das ist die einzige Geräuschkulisse hier. Es führt im Hintergrund noch die Bahnlinie vorbei, aber es ist nur die kleine Regionalbahn, die nicht so laut ist wie der Güterverkehr. Insgesamt gibt es in diesem Bogen hier 6 Stellflächen für Wohnmobile, in dem, sage ich mal, Wohnmobile bis 9 Meter Platz haben. Entsprechend aufgereiht. Dann kommt hinten der Durchgang zur Unterführung. Und dahinter haben wir, wo das nächste Wohnmobil steht, nochmal 2 weitere Plätze. Dort ist auch der Parkplatz vom Busbahnhof. Dort werden die nicht benötigten Busse geparkt. Also solltet ihr in der Woche da stehen, kann es natürlich sein, dass am Morgen ein Bus in Einsatz fährt. Es gibt hier auch öffentliche Toiletten. Alfred hat sie inspiziert. Wir empfehlen sie an der Stelle nicht oder empfehlen hier der Stadt Nassau vielleicht mal ab und zu nach dem Rechten zu sehen. Ich gucke noch mal bei den Damen rein, aber die Herren muten wir euch schon mal nicht zu. Solltet ihr kein eigenes WC an Bord haben, habt ihr zumindest einen Notbehelf. Nicht beheizt, ein Waschbecken mit einem faltenfreundlichen Spiegel, ansonsten Seife ist nicht gefüllt, Papiertücher sind aber da und 2 Toilettenkabinen, wo ich schon sage, aber in der Not bekanntlich frisst man Fliegen. Also hier sieht es etwas besser aus, aber wenn ich die Rückwand sehe, die sind beide eingekotet, muss man nicht haben. Nehmt euch einen Eimer mit. So. Fazit, Alfred, sieht genauso aus wie bei den Männern. Die Hinterrückwand ist total eingekotet, die Seitenwände sind eingekotet. Was wir aber hier haben, in den Sommermonaten, in den Wintermonaten ist es nicht zur Verfügung, ist Frischwasser, 100 Milliliter. Nee, 100 Liter. 100 Liter für 1 €, den ihr hier nach dem Münzeinwurf zapfen könnt. Im Winter aber nicht verfügbar. Dann haben wir daneben die Grauwasserentsorgung, wie auch die Chemietoilettenentleerung mit einem Wasserschlauch für die Kassettenspülung. Im Winter auch hier das Wasser abgestellt. Ihr könntet eure Toilette entleeren, aber zum Spülen der Kassette müsstet ihr euch anderweitig behelfen und vielleicht Wasser aus dem Kanister reinschütten, den ihr hier wenigstens dann wieder umgespült und schüttelt, wieder entleeren könnt. Strom gibt es nicht. Solltet ihr mich jetzt fragen, darf man da grillen?
Ich habe weder auf der Homepage, vielleicht gibt es irgendwo noch eine Platzordnung, die habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gelesen, weil wir nämlich mit dem Fahrrad hier sind, da wir in Bad Ems stehen. Wir euch aber den Platz zahlen wollten, weil er ja eben nichts kostet und falls Bad Ems voll ist. Hier sind noch 2 Plätze von 6 frei. In Bad Ems sind von 17 0 frei. Kann man halt hier ausweichen. Ansonsten, so auf dem Samstagmittag ist es recht ruhig. Man kann sein Stühlchen ja vorne auf die Rasenfläche, die zur Einfriedung des Gebäudes doch gehört, hinsetzen. Wo kein Kläger, da kein Richter. Es ist ruhig, du kannst so über die Straße gehen. Da sitzt du an der Ems, wie ich euch eben schon gezeigt habe, mit sehr vielen Parkbänken, wunderbar in der Sonne. Und ansonsten wäre ja auch das Schwimmbad noch da. Also von daher sage ich euch, den Tipp wollte ich euch hier nicht entgehen lassen. Es gibt noch einen Abfallbehälter, wo ihr kleinere Mengen Müll ansonsten noch entsorgen könntet. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer uns ein Like da. Schreibt in den Kommentaren, ob ihr die Idee mit dem Platz hier gut fandet. Und ansonsten sage ich wieder, danke, bis zum nächsten Mal. Eure Betty. Ciao.